Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Zum dritten Teil meiner Videoserie-Reihe. In den ersten beiden Teilen, die werde ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinken, ging es darum, wie man eine Tischkreissäge oder Formatkreissäge bedienen kann. Und noch ein bisschen um die Werkstatt, sicheres Arbeiten und so weiter und so fort. Und heute widmen wir uns dem Thema Gehörschutz und Atemschutz. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Das Video ist in Kooperation mit der Firma 3M entstanden. In meinem letzten 5-Minuten-Update bin ich da schon mal drauf eingegangen. Ich hatte mit meiner Assistentin zusammen so einen großen Karton euch schon mal gezeigt gehabt und diesen Inhalt möchte ich heute mit euch gemeinsam anschauen. Unter anderem kennt auch eventuell schon jemand von euch das Unternehmen 3M durch die Kleberollen. Da habt ihr bestimmt schon mal auf der Rückseite das Logo gesehen. Bei diesen Kleberollen hier handelt es sich um das 5S Starterpaket. Das heißt, ihr habt 8 verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Farben und damit könnt ihr beispielsweise bei euch in der Werkstatt oder im Unternehmen verschiedene Sicherheitsbereiche eingrenzen. Ich habe das Ganze bei mir in der heimischen Werkstatt genutzt und habe einfach bestimmte Bereiche abgeklebt bzw. so aufmerksam gemacht, dass jeder Besucher, fremder Besucher, beispielsweise Freundin oder Eltern, die dann kommen bzw. die nicht jeden Tag in meiner Werkstatt sind, gleich sehen, aha, da ist eine Stolperfalle, das könnte gefährlich sein, Vorsicht. Natürlich könnt ihr damit auch andere Sachen eingrenzen, beispielsweise den Standpunkt von gewissen Maschinen oder Tischkreissägen. Unter anderem war auch im Paket enthalten dieser selbstklebende Druckverschluss in Rollenform. Das ist ein wiederlösbares Befestigungssystem mit kleinen Pilzköpfen, die für nicht dauerhafte gewünschte Verbindung dienen. Das heißt, so ähnlich wie Klettverschluss, nur mit einer sehr, sehr höheren Belastbarkeit bzw. Klebekraft oder Haltekraft. Das Ganze ist sehr, sehr interessant. Ich habe das mal an meinem Maßband ausprobiert, denn an meinem Maßband kann ich natürlich kein Magnet dran schrauben, denn wenn ich mit viel Metall verarbeite, dann ist das ja magnetisiert und nachher kann es sein, dass am Maßband selber viel Metallspäne klebt und das ist natürlich störend. Da habe ich dieses Pilzkopfverfahren bzw. diesen Druckverschluss ausprobiert und ich muss sagen, das hält wirklich bombenfest und man kann das Ganze natürlich auch noch für andere Sachen, beispielsweise hier für einen Schiebestock verwenden. Das waren jetzt 2 Produkte aus dem Sortiment industrielle Klebstoffe und jetzt möchte ich mit euch mal meinen neuen Gehörschutz mit Bluetooth anschauen und natürlich Atemschutz. Und beim Atemschutz kennt ihr ja, ich habe seit vielen Monaten oder Jahren verwende ich einen Atemschutz hier, diesen hier. Und mittlerweile gibt es natürlich auch noch andere Sachen auf dem Markt, etwas günstigere und wartungsfreie und die schauen wir uns jetzt an. Thema Atemschutzmaske. Ihr kennt bestimmt, das ist auch hier eine Atemschutzmaske von dem Hersteller 3M. Hier kann ich die Filter wechseln. Das ganze System ist eigentlich ein System, was mit einer Wartung verbunden ist. Das heißt, ihr benutzt so eine Atemschutzmaske und muss je nachdem nach dem Gebrauch, wie oft ich diese verwende, irgendwann mal die Filter wechseln. Jetzt habe ich eine neue Atemschutzmaske bekommen in diesem Paket und die ganze ist eine Halbmaske der Serie 42777. Diese Halbmaske schützt euch vor organischen und anorganischen Gase, Dämpfe und Partikel. Schutzstufe A2P3. Diese Maske, diese Halbmaske ist wartungsfrei. Das heißt, ihr könnt die euch aufsetzen, mit den Gurtbändern hier an euren Kopf anpassen. Das Ganze ist sehr, sehr einfach zu bedienen und dann könnt ihr loslegen damit. Wenn ihr merkt, ihr bekommt halt schlecht Luft oder die hat sich schon ziemlich schnell zugesetzt, da drin sind auch Kohlefilter enthalten, dann solltet ihr so eine Maske wegschmeißen und nicht mehr verwenden. Ich werde euch mal 1-2 Links bzw. alle Artikel, die ich euch jetzt hier aufliste, unten in der Videobeschreibung verlinken bzw. aufzählen. Dort könnt ihr nochmal auf der Herstellerseite gehen und euch den Artikel nochmal ganz genau durchlesen, was der kann, was diese Atemschutzmaske beinhaltet. Auf jeden Fall ist der Vorteil an dieser Atemschutzmaske, dass die ziemlich günstig ist. Die kostet, glaube ich, die Hälfte anstatt dieser hier. Und die ist halt, wie gesagt, wartungsfrei. Das heißt, ihr setzt euch die auf und könnt loslegen und arbeiten.
Was ihr unbedingt noch beachten solltet, wenn ihr so eine Atemschutzmaske verwendet bzw. fertig seid mit der Verwendung dieser Maske, schließt die wirklich staubdicht ein bzw. nimmt den Beutel, der mitgeliefert worden ist. Da oben ist ein kleiner Verschluss, dass ihr das Ganze wieder verschließen könnt. Legt die Maske da rein, damit die wirklich geschützt ist. Denn wenn so eine Maske innen drinnen dreckig ist oder anfängt zu schimmeln durch die Feuchtigkeit, bringt euch die beste Atemschutzmaske nicht, denn habt ihr das Ganze schon in der Maske drinnen. Ansonsten ist die Maske auch etwas kleiner als die, die ich jetzt verwende. Das heißt, ich könnte die beispielsweise unter einen Schweißschirm auch verwenden. Wie ihr sehen könnt, gefällt meiner Assistentin die Halbmaske auch sehr gut und ich werde diese jetzt auch in meinen Videos verwenden. Aber es gibt natürlich auch Einweg-Atemschutzmasken, solche hier zum Beispiel. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, diese haben hier zwei Ventile, könnt ihr auch verwenden. Die kann man natürlich nicht so oft verwenden wie diese Halbmaske, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Das heißt, die faltet ihr auf, passt ihr eure Nasenflügel an, die könnt ihr dann hier falten. Hier oben ist ein kleines Metallblättchen oder Biegemetall drin. Das könnt ihr dann dementsprechend euren Nasenflügel anpassen und dann das Ganze dann aufsetzen. Und hier spielt natürlich auch der Tragekomfort eine große Rolle. Denn was bringt euch eine Maske, die nicht wirklich an euch, an euren Mund oder Gesicht ansetzt oder zwickt oder juckt, dann verwendet ihr so eine Maske nicht. Das heißt, eine Maske muss wirklich sehr, sehr eng und gut anliegen und darf fast gar nicht auffallen beim Arbeiten. Und dann verwendet ihr sowas auch. Was auch hier wirklich schön ist bei so einer Atem- oder Einwegschutzmaske ist, dass ihr eine Schutzbrille oder eine Brille verwenden könnt. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema, Thema Schutzbrille. Das Thema Schutzbrille ist ganz, ganz wichtig in der Werkstatt. Ich hatte das ja schon erwähnt gehabt in meinen beiden anderen Videos. Unter anderem kann es mal durchaus sein, dass ich so ein kleiner Metallzahn vom Sägeblatt lösen kann. Oder ihr arbeitet mit Klebstoffe und es spritzt euch was ins Auge. Da ist eine Schutzbrille wirklich unvermeidbar. Und da gibt es ein Modell, was ganz neu auf dem Markt ist, besser gesagt brandneu. Und zwar die Secure Fit 600. Das ist eine ganz besondere Schutzbrille, die auch vom Design her ganz, ganz anders aussieht als die herkömmlichen Schutzbrillen, die ihr eventuell schon kennt. So eine Sitzgenauigkeit oder Passgenauigkeit zu einer Schutzbrille ist ziemlich wichtig. Ich als Brillenträger zum Beispiel, wenn eine Brille zwickt oder drückt oder mir immer runterrutscht, dann trage ich die nicht lange, sondern dann fliegt sie in eine Mülltonne oder ich verwende sie jetzt gar nicht. Und das Schöne ist jetzt hier bei dieser Technologie, wir haben eine Bügeltechnologie, die schon vom Design her sehr einzigartig ist und dieses Design verhilft dieser Brille, dass sie wirklich sehr, sehr gut an euren Kopf sitzt. Und das Schöne, das Ganze ist wirklich für jede Kopfform oder Kopfgröße geeignet. Meine Assistentin hat diese Brille mal aufgehabt und hat die so ein bisschen getestet, beziehungsweise die mal wirklich auf Belastbarkeit oder Rutschfestigkeit geprüft und diese verrutscht wirklich nicht. Des Weiteren ist die Anti-Kratzbeschichtung 5-mal kratzbeständiger als die herkömmlichen 3M-Schutzbrillen. Das spricht schon mal für sich, das heißt, diese Brille hat eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Die nochmal auf die Bügel zurückzukommen, die Bügel sind wirklich ultra flach und das sorgt auch dafür, dass die sehr angenehm ist beim Tragen, wenn wir auch einen Gehörschutz aufhaben. Und meinen neuen Gehörschutz, den möchte ich mit euch jetzt gemeinsam ansehen. Und dann kann ich euch noch empfehlen, wenn ihr euch so eine Schutzbrille zulegt und die wirklich lange, lange halten soll, dann packt nach getaner Arbeit diese Schutzbrille in so ein Case rein, hier in Transparent beispielsweise, verschließt das Ganze, packt das weg und dann wisst ihr, die Schutzbrille ist sauber und trocken geschützt. Und nun kommen wir auch zu meinem neuen Gehörschutz. Das sind jetzt hier zwei Zubehörteile. Einmal haben wir den Gehörschutz von der X-Serie X4A. Es gibt unterschiedliche X-Serien bei der Firma 3M. Je nachdem, für welchen Einsatzgebiet ihr so einen Gehörschutz benötigt, gibt es eine verschiedene X-Serie. Das einmal dazu. Dieser Gehörschutz hier finde ich schon allein vom Design her ziemlich cool, von dieser Farbe her. Das heißt, man wird von Weitem gleich gesehen. Als Zubehörteil habe ich dieses Gerät hier bekommen. Das ist eine Bluetooth-Schnittstelle zum Telefonieren und Musik hören. Das Ganze könnt ihr in jeder X-Serie verbauen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Im Lieferumfang habt ihr hier ein Ladegerät für ein USB, also USB auf Micro-USB. Das Ganze könnt ihr dann am PC anschließen oder an eure Ladestation. Und dann haben wir hier diese Schnittstelle. Das heißt, wir haben hier ein Mikrofon verbaut und einen Gehörschutz. Das Ganze ist sehr elastisch und könnt ihr
an eurem Mundstück bzw. an eurem Mund anpassen. Was rede ich denn da, Mundstück hier? Und das Ganze, um das Ganze anzubringen, müsst ihr einfach nur die linke oder rechte Seite, je nachdem, rausnehmen. Das heißt, einmal kräftig dran ziehen. Einmal Klick und dann hört ihr schon, das Ganze ist einsatzbereit. Unten habt ihr einen kleinen transparenten Knopf, der leuchtet dann, wenn das Gerät eingeschaltet ist, so leicht bläulich. Den drückt ihr einmal drauf, wenn ihr zum Beispiel einen Anruf ab- oder annehmen wollt. Das heißt, kurz auf die Taste drücken und dann könnt ihr einen Telefonanruf annehmen. Das Ganze ist wirklich sehr einfach zu bedienen und ermöglicht euch wirklich sehr, sehr einfaches Arbeiten und vor allem unkompliziert. Ihr müsst nicht das Handy rausholen, am Ohr setzen, die Gehörschutze abnehmen. Denn wenn ich so einen Gehörschutz trage, ist es wahrscheinlich ziemlich laut in der Werkstatt oder wo ich gerade bin. Und deswegen finde ich das sehr, sehr praktisch, dass ich dann gleich mit den Anrufer telefonieren kann und muss diese Gehörschutze erst gar nicht abnehmen. Der zweite Nebeneffekt ist Bluetooth-Schnittstelle. Wir können natürlich damit auch Musik hören. Das heißt, wir verwenden unser Smartphone damit und können gewisse Streaming-Dienste verwenden und dabei Musik hören. Das finde ich richtig toll hier, vor allem in meiner Werkstatt. Wenn ich jetzt beispielsweise für euch einen Film produziere und ich nehme eine Aufnahme auf, dann kann ich nebenbei Musik hören und ihr bekommt nicht mit, was ich höre. Und das ist auch das Schöne an diesen Gehörschützern, dass ich einfach einen Anruf annehmen kann oder Musik hören kann, ohne dass ich die abnehmen muss. Ihr werdet die wahrscheinlich jetzt häufiger in meinen Videos sehen. Und ich kann euch sagen, dieses Produkt, also ich kenne die noch von früher, ich weiß jetzt nicht, welche Hersteller es waren, die waren aber früher ziemlich teuer, solche Gehörschützer. Und dieser Satz hier ist wirklich erschwinglich. Ich werde euch nochmal alle Produkte, die ich jetzt hier aufgezählt habe, in diesem Video unten von den Hersteller her verlinken. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze nochmal nachlesen und direkt darunter findet ihr auch den Kauflink auf Amazon. Und anhand der Bewertung auf Amazon finde ich schon, dass das Ganze für sich spricht, also für die Qualität. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie immer würde ich mich darüber freuen, wenn ihr dem Video ein Like geben würdet, beziehungsweise einen Handwerker-Daumen nach oben. Und für die Neulinge, für euch, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Hier folgen jeden Freitag um 19 Uhr ein neues Video, entweder ein Do-it-yourself-Video, wie ich irgendwie Möbelstücke baue, oder ein Video, wie ich etwas repariere oder heile mache. Also alles rund um das Thema Handwerken und Heimwerken. Ich würde sagen, bis nächste Woche Freitag 19 Uhr, euer Mr. Handwerk, bis zum nächsten Mal. Und ich werde jetzt ein bisschen Musik hören und arbeiten.